finde es ehrlich ziemlich schön hier. Um Gottes Willen! Ja, da sind wir die Böschung runtergefallen. Upsi! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Equestrian. Ich sitze immer noch auf meiner wunderschönen Knight, wobei ich sagen muss, ich habe auch extrem viel Spaß immer noch an meinem Lonesome. Die kleine Maus habe ich ja in den Ancient Keys gezogen. Falls ihr es verpasst habt, verlinke ich euch das Video am besten mal im i. Und in der letzten Folge sind wir... Oh mein Gott, ist es ein schönes Pferd, als ob... Oh, guckt mal... Das ist wieder eine Spielerin. Oh mein Gott, die hat ja ein wunderschönes Pferd. Als ob, wie cool. Die sammelt, glaube ich, hier auch gerade alles ein. Denn ich war schon fleißig. Ich habe schon... Oh Gott, was habe ich denn alles gemacht? Noch nicht so viel gefühlt. Show Jumping Practice und Daily Gatherer. Das heißt, wir müssen noch füttern, die Sachen upgraden und Cross Country gehen. Denn irgendwie bin ich... Weiß ich nicht, irgendwo anders hingekommen, denn eigentlich wollte ich sagen, im letzten Video haben wir Springturniere gemacht und in diesem Video machen wir jetzt Cross-Country. Ich habe mittlerweile in allen Springturnieren Magnificent, die ich bis jetzt gezeigt habe. Wir sind jetzt als nächstes bei Level 6 und es hat ziemlich viel Spaß gemacht, Magnificent zu bekommen. Ich habe die meisten, glaube ich, mit Lonesome bekommen, Magnificent, aber... Ein paar funktionieren tatsächlich auch super mit Knight. Ich habe das Gefühl, dass Knight sehr, sehr gut ist im Springen und Lonesome, mein Friese, extrem gut ist im Cross-Country. Bevor wir aber ins Cross-Country gehen, müssen wir noch ganz kurz füttern und die Tech upgraden für die Dailies. Und das machen wir heute bei Lonesome. Ich mache es meistens so, dass ich beide, also an verschiedenen Tagen mache. Heute ist Lonesome dran und wir upgraden und ich mache das immer einzeln, denn dann muss ich immer nur ein einziges nutzen, also insgesamt drei und dann habe ich die Daily geschafft. Ansonsten, wenn ich jetzt gleich drei nutze, dann habe ich die Daily nicht geschafft, deswegen mache ich das immer komplett einzeln und oh mein Gott, ich muss unbedingt wieder Geld farmen, denn wir haben fast kein Geld mehr. Aber egal, geschafft. Tag Maintenance, Daily Task complete. Und dann füttern wir noch. Und wir füttern auch heute Lonesome. Was füttern wir heute? Wir könnten Agility. Ja, wir könnten Agility füttern. Daily Meals. Abgeschlossen. Somit haben wir jetzt nur noch die Cross-Country zu gehen. Und hier habe ich auch schon überall Magnificent geholt. Aber überall klingt fast lächerlich, denn wir haben noch nicht so viele gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich hadere gerade mit den Dingen, die da kommen, denn ich persönlich finde Cross-Country ehrlich richtig schwierig. Wir müssen relativ weit kommen, denn das nächste, was wir machen müssen, ist dieser hier. Through the river and over the bridge. Wir fangen aber natürlich ganz unten an und zwar mit Level 5 und für die Cross-Country-Rennen mag ich lieber den Lonesome, denn ich habe das Gefühl, dass Lonesome ein bisschen einfacher ist in allem. Wie er springt, wie er sich bewegt. Es funktioniert sehr, sehr gut mit ihm, aber wenn ich jetzt mit ihm riesengroße Probleme habe, dann nehme ich natürlich wieder Knight, denn ich habe das Gefühl, dass Knight einfach so ein typischer Quarter ist. Ja, klein und knackig. Oha. Sind wir jetzt mittlerweile wieder im Dunkeln unterwegs und ihr sagt mir immer, ich muss drücken und dann geht's schneller und das funktioniert tatsächlich oft sehr gut, aber leider Gottes, wie ihr seht, nicht immer und ich probiere das tatsächlich jedes Mal, dass ich drücke und dann habe ich einen schnellen Start, ich weiß nicht, wie es heißt, es wird einem ja nirgendwo gesagt, aber ich habe das auch... ein paar Mal schon gehabt. Oder was heißt ein paar Mal schon gehabt? Ich hatte das ein paar Mal und habe ich mir gedacht, okay, dann starte ich schneller. Aber das funktioniert leider nicht immer. Okay, okay, okay. Wir müssen hier, glaube ich, wieder zwei Runden laufen. Und hier haben wir jetzt aber die Linie nicht. Das, glaube ich, funktioniert erst oder das müssen wir erst machen bei den höheren Leveln. Dass man hier so perfekt reiten muss. Ich finde es ehrlich gesagt doof und ich verstehe nicht, warum die das gemacht haben, weil ich möchte eigentlich gerne selber entscheiden, wie ich rüber... Okay, wir sind jetzt schon zu... Really? Wir sind jetzt schon zu spät? Ernsthaft? Wir hatten 56 Sekunden. Und wir hatten ganz offensichtlich, also... So
So viel zum Thema Lonesome kann das besser. Also ich befürchte, ich kann es einfach gar nicht. Aber zumindest haben wir es geschafft und können weitergehen zu Level 6. Ich hätte vorgeschlagen, wir gehen als nächstes mit Knight, denn vielleicht habe ich mich getäuscht und ich kann es mit Knight besser. Oh Gott. Habe ich es jetzt wieder... Ich glaube, ich war ein bisschen zu früh dran. Okay, also ich habe meine liebe Mühe mit den Rennen, aber sie machen mir tatsächlich sehr viel Spaß. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist das alles, was zählen sollte. Ich bin jetzt nicht sehr ambitioniert. Ich glaube, ich bin grundsätzlich fast nie ambitioniert. Dass ich da irgendwas Besonderes reiße, muss ich auch nicht unbedingt. Aber es macht ziemlich viel Spaß, dann irgendwann es doch zu schaffen, dass man eben das Magnificent bekommt. Und ich freue mich tatsächlich jedes Mal drauf. Und ich frage mich gerade, ob ich das nicht einfach... Ich bin gesprungen! Ich habe drauf gedrückt! Das ist doch nicht euer Ernst! Hallo? Das ist Schiebung! Entschuldigung? Schiebung ist es. Ich habe geklickt. Ich habe geklickt und ich... Also ich möchte... Hallo, ich möchte... Ich möchte, hallo, ich möchte meinen Punkt, bitte. Aber ihr seht, mittlerweile... Habe ich gesagt, dann hat es dann trotzdem nicht geklappt, ne? Mittlerweile kann ich das eigentlich schon ganz gut mit dem Runterregeln von dem Pferd. Aber ihr seht... Cross-Country ist nicht mein Steckenpferd. Aber irgendwie habe ich ein besseres Händchen heute für meine Knight. Ein paar Sekunden später. Es hieß jetzt gerade, dass wir beim Stamina ein bisschen zu wenig sind. Das heißt, wir füttern jetzt einfach mal zwei von den Erdbeeren und probieren The Bridges of Hardside County. Ja gut, das Stamina ist immer noch zu wenig. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wow, ich musste gefühlt fast alle meine Erdbeeren jetzt füttern, bis ich endlich so weit war, dass ich Level 8 bin. Jetzt aber. Oh Gott, ich befürchte, dass es in der Nacht noch schwieriger ist. Und jetzt habe ich wieder zu früh gedrückt, weil ich geredet habe und nicht aufgepasst habe. Aber Stamina, wenn wir jetzt gut in der Ausdauer sind, dann sollte das ja jetzt ein bisschen einfacher gehen. Habt ihr das gerade gesehen? Ich hatte einen perfekten Sprung und dann wurde es aufgeladen. Wartet. What? Wie cool ist das denn? Und jetzt... Wartet. Nein, da habe ich jetzt ein bisschen zu lang gebraucht, bis ich da war. Aber das ist ja cool. Bei jedem perfekten Sprung wird es aufgeladen. Oh mein Gott. Hat das was damit zu tun, dass mein Stamina jetzt auf 8 ist? Also das ist gefühlt das Einzige, was ich mir jetzt gerade erklären kann. No! No, no! Nein, ich... I tried, okay? Ich habe probiert, aber mein Fettfinger ist leider daneben gegangen. Also ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. So, im Slalom waren wir jetzt ziemlich langsam, aber ansonsten, glaube ich, hätte ich den Slalom komplett umgerannt. Und jetzt geht's weiter. Was für ein cooles Cross-Country ist denn das bitte? Das ist mega hier. Ist es der Red Forest? Nee, wie heißt der? Irgendwie sowas, ne? Irgendwie sowas ähnliches zumindest. Oh mein Gott, das macht ja richtig Spaß, aber es dauert relativ... Oh Gott. Da bin ich ein bisschen schief gekommen, glaube ich. Und ich glaube, ich habe jetzt auch schon wieder zu lange gebraucht. Ich sehe in meinem Augenwinkel, dass ich zu lange gebraucht habe. Oh mein Gott. Ich glaube, Leute, was ich machen muss, dass wir wirklich weiterkommen. Ich muss einfach stur meine Pferde leveln. Und das werde ich bis zum nächsten Video definitiv machen. Ich werde einfach stur meine Pferde leveln, weiter versuchen, überall Magnificent zu bekommen, dass wir tatsächlich im nächsten Video mit der Story weitermachen können. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Story machen wollt oder ob wir noch ein paar Turniere gehen. Ich habe keine Ahnung, was ihr lieber guckt. Cross-Country Practice! Somit müssten wir, glaube ich, jetzt alle Dailies abgeschlossen haben. Yes! A Bridge Too Far. 50. Nice. Wir gucken jetzt mal, ob wir das nächste auch noch gehen können. Da haben wir jetzt das Speed nicht. Aber auch guckt mal. Lonesome hat viel mehr Stamina.
Er bräuchte aber viel mehr Speed. Und auch Knight bräuchte viel mehr Speed. Wir könnten jetzt einfach mal versuchen, ob wir eines der beiden Pferde einfach hochbekommen auf... Ich weiß es gar nicht. Knight Speed Level to 9. Also wir sind jetzt schon bei 9. Und dass wir jetzt noch ein letztes Cross-Country gehen. Yes. Um zu gucken, ob wir jetzt besser abschneiden. Oh, wir sind bei der Windmühle. Habe ich jetzt wieder... Ich habe, glaube ich, heute Brain Lag, ne? Entweder ich drücke zu früh oder zu spät. Also eins von beiden ist es quasi immer. Und wir sind hier unter schwersten Bedingungen. Im absoluter tiefster Nacht sind wir unterwegs. Ich meine, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es schwerer ist oder nicht. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, die Nacht sieht hier... Um Gottes Willen! Die Nacht sieht hier ziemlich cool aus. Die gefällt mir, denn man selber ist immer relativ hell. Nicht so wie in manchen anderen Spielen. Und ich finde es ehrlich ziemlich schön hier. Um Gottes Willen! Ja, da sind hier die Böschungen runtergefallen. Upsi! Also ich habe auch nicht behauptet, dass ich das kann, ne? Ich habe nur gesagt, ich kann es besser. Also... Die Springturniere. Wir sind aber jetzt hier im Cross Country. Nein, jetzt habe ich da... Also ich habe... Ich, da war gerade ein Hase, der war sehr süß. Aber... Also mit dem Cross... Also wisst ihr was? Wir haben jetzt die ganze Zeit Knight genutzt. Vermutlich hätte ich einfach nochmal das mit Lonesome probieren sollen. Ihr könnt mir mal Tipps geben. Viele von euch haben schon gesagt, nimm Lonesome, der ist besser. Aber ich finde ihn nicht immer besser, weil ich habe das Gefühl, dass Knight einfach ein bisschen agiler ist in allem. Aber wir haben zumindest einen Great Job bekommen. Also zumindest haben wir es geschafft, ne? Also wisst ihr, dabei sein ist alles. Dann war's aber mit dieser Folge von Star Equestrian. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!